Guten Tag, ich bin die SPD-Direktkandidatin des südlichen Märkischen Kreises und des Kreises Olpe. Die Wählerinnen und Wähler haben am 24. September und zuvor schon auch per Briefwahl die Möglichkeit, meine Partei und mich zu wählen. Meine Partei, die SPD und ich stehen für soziale Gerechtigkeit. In meinem beruflichen Alltag komme ich mit verschiedenen Menschen zusammen und bekomme ihre Alltagssorgen und Nöte mit. Die fangen bei Familiensorgen an, wenn es um den Arbeitsplatz geht oder um gesundheitliche Risiken oder um die kleine Rente von Großeltern. Wir möchten sichere Arbeitsplätze für unsere wirtschaftsstarke Region haben. Wir fordern, dass sachgrundlose Befristungen abgeschafft werden. Wir möchten, dass Leiharbeiter mindestens genauso viel verdienen wie die Stammbelegschaft. Als reiche Region können wir uns das leisten. Wir möchten die Familien entlasten, denn Bildung darf von der Kita bis zum Studium oder bis zum Meister nichts kosten. Auch möchten wir, dass Frauen endlich für gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen. Wir sind für eine Gleichberechtigung der Geschlechter auch in der Bezahlung. Was die Renten angeht, hat sich meine Partei klar positioniert. Wir möchten nicht, dass das Rentenniveau weiter abgesenkt wird. Mit der SPD wird das Rentenniveau bei 48% gehalten und die Beiträge werden nicht über 22% gesteigert. Eine bessere Rente ist natürlich auch weiterhin unser Zukunftsziel. Für unsere wirtschaftsstarke Region möchte ich mich einsetzen, dass der Breitband vorangetrieben wird. Wir brauchen hier auch Investitionen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Ich bin ein bürgernaher Mensch und habe schon vor meiner Kandidatur mein Ohr an den Sorgen der Bürgerinnen und Bürger gehabt und würde mich sehr freuen, wenn Sie mich unterstützen und am 24. September Ihre Stimme der SPD und mir anvertrauen. Vielen Dank.